möchte jetzt jemanden ankündigen, der bei uns live dabei ist, und zwar eine prominente Person, die Sängerin Judith Holofernes, Sängerin der Band Wir sind Helden, jetzt als Solokünstlerin unterwegs. Ihre Fans spenden auf einer Crowdfunding-Plattform. Dafür lässt sie sie an ihrer Musik und dem Entstehungsprozess teilhaben. Sie begreift das als eine Art Grundeinkommen. Judith Holofernes. Hallo? Zeig dich doch mal. Da bin ich. Hallo. Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Judith, bist du für oder gegen die Idee des Grundeinkommens? Ich bin seit, ich würde sagen, sicher 10 Jahren heftige Sympathisantin eines Grundeinkommens. Und jetzt natürlich erst recht. Du sagst, du bekommst eine Art Grundeinkommen von deinen Fans. Wie funktioniert denn das? Und was macht das so mit dir und mit deiner Arbeit? Also ich habe tatsächlich da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ganz geht die Analogie nicht auf, weil meine Fans sozusagen, wenn ich sie langweilen würde, abspringen könnten. Und dann wäre es natürlich auch schnell sehr viel weniger Geld. Aber im Grunde funktioniert es so, also ich bin auf Patreon geschrieben. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, die aber anders funktioniert, als Crowdfundings sonst herkömmlich funktionieren. Also man arbeitet sozusagen da nicht auf ein großes Projekt hin, wo die Leute einem versuchen, ein Album zum Beispiel zu finanzieren, sondern es geht um die dauerhafte, regelmäßige Unterstützung der Künstler durch ihre Crowd. Und das ist im Prinzip das, was ich immer gesucht habe. Also ich habe immer bei allen Crowdfundings davor immer gedacht, ja okay, aber das ist dann nur ein neuer Stress und eine neue Verpflichtung. Es kann schief gehen und es kann nach einem Jahr inbrünstiger Arbeit kollabieren und dann muss man das ganze Geld zurückbezahlen. Und was ich eigentlich möchte, wie so viele Leute, ist, ich möchte friedlich vor mich hin mein Ding machen, ne? Ohne so große Hypotheken, ohne immer so Mammutprojekte anschieben zu müssen. Ich möchte einfach als Künstlerin arbeiten. Und das kann ich da machen und es macht total Spaß. Aber es ist natürlich nicht ganz bedingungslos, weil, wie gesagt, die Leute können dort jederzeit abspringen oder ihren Beitrag verringern oder so. Also die Bedingung ist schon, dass ich irgendwie Kunst mache, die den Leuten gefällt. Beeinflusst dieses Thema auch deine Songtexte momentan? Naja, also ich würde sagen, das Thema Arbeit, ne, beeinflusst meine Arbeit schon immer. Also jetzt gerade nicht, jetzt gerade schreibe ich hauptsächlich autobiografisch und Essays und so. Das ist auch das Tolle an dem Prinzip, ne? Ich kann einfach Sachen im Halbverborgenen ausprobieren. Aber ich habe immer schon über so den Arbeitsfetisch geschrieben, ne? Und die Art und Weise, wie unser Selbstwertgefühl verbunden ist mit Erwerbsarbeit und darüber, wie schlecht das sozusagen für uns, also für die allermeisten von uns aufgeht. Und natürlich, wenn man weiter guckt, auch für die Umwelt, fürs Klima, für Gesellschaften, ne? Also dass diese Fixierung auf Leistung, Produktivität ja in ganz vielen Bezügen nicht aufgeht. Ich würde dir gerne eine Frage weiterreichen und hier von Anja auf change.org. Stichwort Frage, für wen ist das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich gedacht? Bisher hatte ich angenommen, für Bedürftige. In einem Rundfunkbeitrag klang es aber so, als sei wirklich jeder gemeint, also auch für Menschen mit sehr hohem Einkommen. Also ja. Auch Reiche? Ja, also das ist das Bedingungslose daran, ne? Ich meine, in den allermeisten Entwürfen, es gibt ja verschiedene, ne? Es gibt ja unheimlich viele Vorschläge, wie das funktionieren könnte. In den allermeisten würde das natürlich auch durch die wohlhabenderen Leute stärker finanziert.
wenn ich das richtig verstanden habe, kann man vielleicht nochmal weitergeben an die Experten, aber die würden das dann auch kriegen. Sie würden es aber natürlich auch zu einem größeren Anteil bezahlen. Mhm. Danke, Judith. Verrätst du uns noch, was wir als nächstes von dir zu hören bekommen? Also das Ding ist, drüben auf Patreon hören meine Leute sozusagen eigentlich wöchentlich von mir im Moment. Und das Schöne daran ist ja sozusagen, dass ich sehr viel spontan scheppert in meiner Küche, sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt, dass ich sozusagen spontaner als früher entscheiden kann, wann ich irgendwas in die größere Öffentlichkeit rausgeben möchte. Und also was man gerade von mir hören kann, ist ein Podcast. Den habe ich, da spreche ich mit anderen Künstlern über das Kunstmachen, über das Künstlerleben. Wo muss ich da hinklicken? Der heißt Salon Holofernes und den gibt es inzwischen. Nachdem er lange nur auf Patreon war, bringe ich da jetzt sozusagen jede Woche eine Folge raus auf überall, wo man es, also Spotify, Deezer, okay. Apple Podcast und so. Oder auf Patreon. Das ist schöner. Danke, Judith. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Stichwort: Frage von Sternenstaub.